Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, hohes Haus. Wir haben als ÖVP-Landtagsgruppe heute diesen enorm wichtigen Punkt in der aktuellen Stunde zu einem sehr, sehr aktuellen Thema in den Landtag zu bringen, um eben auch einerseits ein Bewusstsein zu schaffen der Regierung gegenüber, wie wichtig es ist, dass Gemeinden unterstützt werden. Und auf der anderen Seite es allemal wert ist, hier mal im Haus nicht nur zu diskutieren, sondern auch dementsprechend am Ende des Tages auch Handlungen zu setzen. Die Gemeinden sind insgesamt das Rückgrat unserer ländlichen Region, unserer Struktur, sowohl für die Menschen als auch für die Wirtschaft, sichert Arbeitsplätze und trägt einen wesentlichen Beitrag dazu bei, dass dies auch passiert. In Krisenzeiten hat die Bevölkerung in Burgenland, aber auch in ganz Österreich gesehen, wie wichtig die Struktur der kleinen Einheiten ist, wie wichtig es ist, dass wir die Gemeinden vor Ort als Krisenmanager haben. Und ich sage auch hier an dieser Stelle, dass die Gemeinden allesamt großartige Arbeit geleistet haben. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, die Gemeinden sind die größten regionalen Investoren. Mit ihren Investitionen örtlich und regional wird die Wirtschaft angekurbelt, Arbeitsplätze gesichert, ja auch Arbeitsplätze geschaffen. 171 Gemeinden haben vor und während der Krise großartige Arbeit geleistet und ich bin überzeugt davon, dass auch nach dieser schwierigen Zeit gerade die Gemeinden die Stütze unseres Heimatlandes sind. Zur Bekämpfung der Corona-Krise hat die Bundesregierung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz 50 Milliarden Euro investiert. Und gerade in Krisenzeiten sind solche Investitionen enorm wichtig, dass Menschen unterstützt werden, die sich selbst gerade in dieser schwierigen Zeit nicht selber helfen können, dass betroffene Branchen unterstützt werden, dass Familien und Niedrigverdiener entlastet werden, und dass Investitionen in die Zukunft getätigt werden. Für die Gemeinden in Österreich steht 1 Milliarde Euro das Investitionspaket von der Bundesregierung zur Verfügung. Für das Burgenland sind es 31 Millionen, die für Investitionen seitens der Bundesregierung zur Verfügung stehen. Dieses Gemeindepaket ist eine Investition in den ländlichen Raum, in unsere Wirtschaft, in unsere Region, in unsere Arbeitsplätze. Jetzt habe ich gerade skizziert, im Gegensatz zur vorigen Aussage, wo ich korrigieren darf, dass die Bundesregierung nichts macht, beziehungsweise dass da nichts kommt von der Bundesregierung, dass 50 Milliarden als Gesamtpaket in der Krisenbewältigung in die Hand genommen sind, 1 Milliarde für die Gemeinden, 31 Millionen für unsere Burgenländischen. 171 Gemeinden. Was hat dabei in dieser Zeit die SPÖ-Alleinregierung gemacht? Welche Akzente hat diese Regierung gesetzt? Wo sind die Eigeninitiativen gewesen? Ich habe keine bemerkt, außer dass immer wieder gesagt wird, wir haben Rahmenbedingungen geschaffen, der gesetzt, dass die Gemeinden zusätzlich verschulden dürfen. Andere Länder, andere Bundesländer, machen uns das wieder mal vor, wie in vielen anderen Ländern. Das Land Niederösterreich, 836 Millionen Gemeindepaket. Steiermark, 1 Milliarde. Kärnten, 250 Millionen. Tirol, 70 Millionen. Salzburg, 30 Millionen. Und sogar Vorarlberg ist jetzt gerade dabei, ein eigenes Gemeindepaket zu schnüren. Was tun wir im Burgenland damit? Wir unterstützen die SPÖ-Alleinregierung unsere Gemeinden. Wo ist die Unterstützung? Wo ist die Planung dazu? Gibt es schon was? Vielleicht ist man noch nicht alles. Vielleicht kommt noch ein Überraschungsbericht. Aber ich denke, das ist schon eigentlich symptomatisch für eine SPÖ-Alleinregierung, dass man eigentlich sehr viel Schuld daraus macht, wo man sehr viel ankündigt in vielen Bereichen, aber dann geht man sehr viel weiter. Und dann schauen wir uns zum Beispiel gewisse Aussagen an von Martin Herrscher, die aber ein wesentlicher Bereich der Sozialdemokraten in Burgenland, der Gemeindevertreter, Verbandspräsident, SPÖ-Bürgermeister in Neutau. Das Kommunalpaket des Bundes ist für die Liquidität der Städte und Gemeinden im
Naja, man das schon einer der Vertreter sagt, der anscheinend oder der Landesrat in diesen großen Verhandlungen oder Mitverhandlungen, wie es um die Gemeinden geht, wenn das die Vertreter sind und sie sagen, dass 31 Millionen in Burgenland investiert werden, bzw. abgeholt werden können von unseren Gemeinden, wenn das die Verhandlungspartner sind, na dann grüß Gott. Aber wir kommen dann zu anderen Aussagen, die hochinteressant sind, wenn ich meinen Kollegen Schmidt anschaue, Bürgermeister in Ogau. Also Gemeinden haben kaum die Möglichkeit, die Fördergelder abzurufen. Wir schaffen es derzeit gerade noch, den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten und allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Leider heute nicht da, die Frau Landeshauptfrau, Stellvertreterin vom ISSI, weiß ich schon, was da für wichtige Termine sind, weiß ich nicht. Aber wenn es gerade um die Gemeinden geht, wo gerade das zuständige Regierungsmitglied heute nicht da ist, und sie selbst in der Zeitung schreiben lässt, Ertragsanteile kompensiert. Die Frau Landesrätin Eisenkopf, Frau Stellvertreterin Eisenkopf, weist auf die Maßnahmen des Landes hin. Gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen, damit die Gemeinden laufend Betrieb finanzieren können, durch Kredite, durch Kassenkredite. Das ist die wahre sozialdemokratische Politik in diesem Land. Rahmenbedingungen zu schaffen, eine Überschuldung zuzulassen, und da wollen wir eigentlich hin. Und wenn ich mir da anschaue, manche Gemeinden, das was alles so vom Bund verteufelt wird. Das ist alles nichts wert, was vom Bund bekommt. Das ist ja keine Unterstützung der Gemeinden. Wir gehen ja gar nicht investieren. Dann sollte man sich erstens, Herr Kollege Schmidt, die Richtlinien ganz genau anschauen, was ich auf Rückwirkung einreichen kann in dieser Kausa und was ich in den nächsten eineinhalb Jahren investieren kann. Und wenn Sie Ihre, Ihnen zustehen, 184.000 Euro, nicht schaffen, dass sie es auslösen können. Ich helfe Ihnen gerne, wie das geht, was Sie investieren können in Ihre Gemeinde, dass auch Ihre Gemeinde weiterhin einen guten Ausschnitt hat. Danke. Die Gemeinden anschauen, wie zum Beispiel vorher ein Gemeindevertreter, Verbandspräsident, der sich so negativ dazu geäußert hat. Neutal, 116.000 Euro seitens der Bundesregierung. Herr Landeshauptmann, Graf Schaken, 129.000 Euro. Steinbrunn 277.000, und ich, Frau zuständige Landesrätin oder Regierungsmitglied, die Landeshauptfrau Stellvertreterin Eisenkopf da ist. Bozartron und beschuldete Gemeinde, wollte schon als Schlusslicht detonieren, da hätte man gerutscht mit 234.000. Muss man Geld gehen, das ist aber. Das ist der Kollege Matschik und der Kollege Sohn, das ist ein Kommunalpolitiker. Ich bin das froh, und wie löst man das aus, wie der Herr Kollege Sohn aus, dass seine 150.000 Euro. Ihr habt sicher wissen. Der Kollege Matschik in Pinkerfeld, 609.000 Euro. Oder Herr Kollege Erwin Strausgrund, 218.000 Euro. Und wenn Sie, Herr Kollege Erwin Strausgrund, dann in einem Pressestatement sagen, die Gemeinden werden nicht zusätzlich belastet. Und dann kommt eine Abrechnung von Ertragsanteilen, wo jeder gewaltiges Minus hat. 171 Gemeinden haben ein Minus stehen. Und die Güte des Landes ist das, dass ich sage, unterm Strich in den nächsten Monaten, da wird das Schenker alles auf, dass da nicht mehr alles ohne zu zahlen ist. Dass die Gemeinden oder mein Auszugsbetrag nicht, sondern nur Schulden haben. Aber das ist ja wohl der Höhepunkt in dieser SPÖ-Anleitung. Ich bin mir sehr geschätzten Dank. Und wenn man schon sagt, das ist vom Bund ist alles nichts wert, diese 31 Millionen Euro im Burgenland, wo jede einzelne Gemeinde ihren Teil davon bekommt und effektiv investieren kann. Und sie investiert gleichzeitig da in die Wirtschaft, in die regionale, in die örtliche Wirtschaft. Investiert gleichzeitig, damit auch Arbeitsplätze geschaffen werden können, beziehungsweise in dieser schweren Zeit gestützt werden können. Herr Landeshauptmann, dann verstehe ich manche Aktionen der Landesregierung. Wenn Sie heute sagen, das Land Burgenland gründet eine Gesellschaft für Bauprojekte, denn in den Gemeinden, wo sich jetzt jede Gemeinde hergekommen und sagen, ja, ich möchte vom Land begleitet werden, ich möchte dieses Projekt gemeinsam mit dem Land umsetzen. Dann frage ich mich, was tun wir mit dieser Gesellschaft die nächsten zwei Jahre? Wann kann, wenn ein Kollege Schmidt war, Abgeordneter, Bürgermeister, und der sagt, ich habe nur mehr Geld dafür, dass ich wo investieren kann. Was tut diese Gesellschaft dann die nächsten zwei Jahre? Und wenn ich heute eine Aussage lese, wenn eine Gemeinde ein kommunales Projekt verwirklichen will, dann war es bis dato so, dass man einen Anbieter ausgeliefert war, weil es fast keinen Markt für dieses Projekt mehr gegeben hat und gibt, dann frage ich mich,
Wer, meine geschätzten Damen und Herren, soll in die regionale, in die örtliche Wirtschaft investieren, wenn nicht die Gemeinden selbst? Und zu den Aussagen, was heute schon war, in der Fragestunde, wie geht man um mit Gemeinden, schreibt man ein Regierungsprogramm eine einseitig in einer SPÖ-Alleinregierung, ich will eigentlich alle Kindergärtnerinnen, alle Helferinnen haben. Ich würde es eigentlich unter meinen Fittichen haben, die Gemeinden anscheinend, so wie Sie es ja gesagt haben, waren nicht gut genug, die diese Aufgabe nicht gut genug erfüllt hat. Wir als Land können das besser. So haben Sie es eigentlich gebracht, Frau Landesrätin. Dann frage ich mich, was gerade in diesem Land los ist. Was geht hinter den Kulissen vor? Wenn eine kleine Ortsgruppe, knapp über 600 Einwohner, in Unterrapid-Schwenkrad, und ich glaube nicht, dass sie die Aussendung selber schreiben, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann klären Sie bitte, und dann halten die Frau Landesrätin Eisenkopf, das zuständige Regierungsmitglied für Gemeinden nicht da ist. Erklärt bitte ein anderes, der eigenen Fraktion, hier im Haus sitzende Regierungsmitglied, was das bedeutet. Wenn eine SPÖ-Aussendung aussieht, wo kein einziger Abgeordneter, oder vielleicht wissen die SPÖler mehr wie wir, kann schon sein. Aber wir haben noch nichts davon gehört, wenn man davon spricht, an die Bevölkerung Unterrapid, Schwenkrad, die SPÖ bekannt gibt worden. Wir bekennen uns zu einer starken Rolle des Landes in den Bereichen der Daseinsvorsorge. Da muss man schon ein bisschen hellhörig werden, wann da steht. Verkehrs- und Beförderungsamt, Gas-, Wasser-, Elektrizitätsversorgung, Müllabfuhr, Abwasserbeseitigung, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Krankenhäuser, Friedhöfe, Friedhöfe, Schwimmbäder sowie Infrastruktur gehören dazu. In diesen Bereichen darf es zu keiner Privatisierung kommen. Was hat diese SPÖ-Alleinregierung in diesem Land vor? Wo will man eigentlich in diesen Gemeinden hin? Will man sich dann nicht die Kindergärtnerinnen und die Pädagoginnen und die Pädagogen sich krank und sagen, alles unter meinen Fittichen, weil ich kann das alles besser? Nicht nur, dass man ohne Geld, Herr Kollege Schmidt, im Burgenland bauen sie mit einer Landesgesellschaft, die was zwei weiß, kein Auftrag gibt, nach ihrer Meinung nach, wo ich nicht dieser Meinung bin, und dann will man von den Schülern, bis zum Kanal, wo es so größer ist, für Elektrizität, alles in eine Gesellschaft anscheinend kommt. Wo gibt diese Information her, dass eine kleine Ortsgruppe, Burgenland der SPÖ, das von sich geben kann? Das haben sie sich nicht aus den Fingern zu ziehen, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Das muss hier vorher sein. Wo das her ist, das hätte ich schon gerne wissen, das hätte ich schon gerne am Anfang der Regierung gemacht, dass wir alle wissen, von was wir reden und wo der Zug eigentlich hingeht. Wo ist die Daseinsvorsorge dann in den Gemeinden? Wo ist das Rückgrat dann im Land, wenn die Gemeinden hier enteignet werden, wo Gemeindeautonomie untergraben werden? Herr Magister, Dr. Fürst, das, was Sie in letzter Zeit von sich gegeben haben, auch heute schon, in Facebook und auf andere Medien, das geht auch bei Google, und dass ich einen Magisterdoktor, einen Doppelstudent, ja, heute das sagen muss. Drei, Entschuldigung, habe ich keinen in der Unterstellung anzeigen, aber dass ich noch das sagen muss, das tut man selber auch. Das hat sich wieder keiner verdient, der je studiert hat, dass man mit so einem anscheinend hochqualifizierten Person mit solchen Aussagen heute auch mal deportieren muss, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Sagen wir es ehrlich, wenn alle Bundesländer in Burgen das dementsprechend können, dass sie die Gemeinden in egal welcher Art und Weise unterstützen, dann wird es ja wohl auch möglich sein, egal wie planungssicher oder nicht sicher heute ein Bundesland, der aus Ihrer Meinung nach behandelt wird oder Mitteilungen getätigt wird, ob wieder Finanzrahmen ist oder nicht, was für einen das käme oder nicht, mehr sicher dann die Gemeinden haben. Aber wenn ich so auf die Gemeinden bedacht bin, wenn ich mir vorstelle, dass nur im ländlichen Raum diese kleinstrukturierte Burgenland, auf dem, was man ewig schon spitzen, auf dem, was man ewig schon spitzen, halten möchte, dass keine einzige Gemeinde in eine Schieflage kommt, dass jede einzelne Gemeinde ihre Projekte finanzieren kann, dass jede einzelne Gemeinde ihre Vorhaben auch umsetzen kann, dann unterstützen Sie diese Gemeinde, verdoppeln Sie die Investitionsförderung des Bundes mit 31 Millionen Euro. Die Burgenländerinnen und Burgenländer, die Gemeinden, die einzelnen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden Sie Ihnen dankbar sein.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Regierungsmitglieder, Herr Landeshauptmann, Hoher Landtag, meine geschätzten Damen und Herren. So überaus ungewöhnlich die Situation ist, die wir seit Mitte März erleben, so fantasielos gewöhnlich sind die politischen Initiativen, die von der ÖVP in die Landespolitik und in den Landtag eingebracht werden. Nichts, Herr Kollege Ullrich, ist einfacher, als nach Geld zu rufen, nach finanzieller Unterstützung für diese oder jene. Nichts ist einfacher, als einfach höhere Ausgaben zu beantragen. Und was mich dazu erschüttert, Herr Kollege Ullrich, ohne dazu einen eigenen Finanzierungsvorschlag aufzugeben. Und meine Damen und Herren, nichts dabei ist einfacher, als den Ball zwischen den verschiedenen staatlichen und politischen Ebenen hin und her zu schieben. Der andere soll es richten nach diesem Motto. Das ist nicht zuletzt und vor allem der Zugang der ÖVP also der örtlichen Landesgruppe jener Partei. Herr Kollege, hören Sie mir mal zu und dann können Sie sich noch mal zu Wort melden, weil das, was Sie da oben seit Beginn dieser Legislaturperiode, das ist für mich auch nicht ganz verständlich. Es ist eigentlich, das ist nicht zuletzt vor allem Ihr Zugang im Burgenland, also Ihre Landesgruppe jener Partei, die uns letztendlich dieses Desaster in dieser Größenordnung überhaupt erst eingebrockt hat. Wir Freiheitlichen lehnen diesen Zugang entschieden ab. Meine Damen und Herren, die Bevölkerung, die Krise, die kann nichts dafür. Und dass man, so wie Sie es verlangen, ohne Unterlass nur Schulden macht und Schulden macht, dagegen verwehren wir Freiheitliche uns. Hohes Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt eben, Herr Kollege Ullrich, unangenehme Wahrheiten. Und wenn wir hier vor 2 oder 3 Sitzungen die Frage gestellt bekommen haben, ja, wer bezahlt denn diese Krise? Dann lautet, Herr Kollege Ullrich, die unangenehme Wahrheit letztendlich niemand, nein, alle. Das ist die Wahrheit. Meine Damen und Herren, das, was die ÖVP diesbezüglich unter Krisenbewältigung versteht, böte grundsätzlich unzählige Gelegenheiten für mich hier unter beinharten Kritik, aber ich erspare mir diese Bemerkungen, weil ich sachlich bleiben will und ich behalte diese für mich. Gehen wir jetzt eigentlich zum Thema, das uns die ÖVP heute hier im Hohen Landtag vorgegeben hat. Die finanzielle Lage, die finanzielle Situation der 171 burgenländischen Gemeinden, allgemein und auch speziell im Lichte der Covid-Krise. Ja, die Gemeinden werden speziell im Lichte dieser Covid-Krise unter Druck geraten. Da haben Sie vollkommen recht. Die einen mehr, die anderen weniger. Manche sicherlich, und damit bin ich auch bei Ihnen, Sie haben die Zahlen verlesen, auch gewaltig, aber genauso trifft das im Übrigen, wenn man es sachlich betrachtet, die Länder und natürlich auch den Bund. Herr Kollege Ullrich, wenn die Einnahmen absacken, da haben Sie vollkommen recht, dann muss man was tun. Aber das gilt auch für die Gemeinden genauso wie für den einzelnen Unternehmer, für die einzelne Unternehmerin, die wochenlang keine Umsätze gemacht haben. Das gilt auch, Herr Kollege Ullrich, für jeden Arbeitnehmer, für jede Arbeitnehmerin, die in Kurzarbeit gehen musste oder wo Kurzarbeit gegeben war. Unternehmer und Arbeitnehmer sind aufgrund dieser Umstände genauso gezwungen, Herr Kollege Ullrich, die Hausaufgaben zu machen und ihnen ersetzt letztendlich niemand einen Ausfall. Das hätte ich nie gesetzt, Herr Kollege Ullrich, das gibt es nicht mehr. ÖVP sei Dank. Und die Gemeinden, Herr Kollege Ullrich, wo sind denn eigentlich die wirklichen Hausaufgaben der Gemeinden? Diese Frage stelle ich Ihnen schon. Wie viele Gemeinden bzw. wie viele Bürgermeister, Herr Kollege Ullrich, haben ihre Hausaufgaben wirklich erledigt seit Mitte März schon? Es kann doch nicht wirklich sein, dass der Ruf nach mehr Geld aus den Steuertöpfen, noch mehr Geld, das eigentlich gar nicht da ist, alles das ist, was der ÖVP und Ihnen als Bürgermeister, ich habe Bürgermeister das, ist, nicht das ist sehr traurig. Ich sage Ihnen was. Das Land ist den Gemeinden und aus meiner Sicht war das eine Selbstverständlichkeit. Mit den gesetzlichen Änderungen für die erste Phase ist das Land entgegengekommen. Stichwort Kassenkredit, Herr Kollege Ullrich, haben Sie vergessen. Stichwort Darlehensaufnahme. Das darf man alles nicht vergessen. Diese neuen Möglichkeiten und Erleichterungen ändern aber nichts daran, Herr Kollege,
dass man sich natürlich auch als Gemeinde auf die aktuelle Situation, auf die aktuellen Umstände einstellen muss. Womöglich, Herr Kollege Ullmann, auch für längere Zeit. Um es auf den Punkt zu bringen, Herr Kollege Ullmann, Sie haben recht, die Frau Landesordner Stellvertreterin ist nicht da, die ist auch zuständig für Gemeindereferenten, aber die Frage müssen wir uns ehrlicherweise schon alle stellen. Wie viele Gemeinden haben denn bereits einen Nachtragsvoranschlag beschlossen, Herr Kollege Ullmann? Jetzt kann man darüber debattieren und vielleicht sagt einer oder der andere, wie die Auslegung des Paragraphen 70 der Gemeindeordnung sein mag. Da geht es nämlich um den Nachtragsvorschlag. Darüber kann man streiten, aber ich sage Ihnen, zumindest ist die Vorlage eines Nachtragsvoranschlages sicher nicht und aus meiner persönlichen Sicht, meine Damen und Herren, wäre sie zumindest politisch sogar geboten. So wie jemand, der in Kurzarbeit, Herr Kollege, gehen muss, Herr Kollege Ullmann, Herr Kollege, die Frage habe ich gestellt, die Frau Landeshauptmann, Stellvertreterin, die zuständig für die Gemeinde ist nicht da, die Frage habe ich gestellt, Sie können das gar nicht ausgeführt beantworten, wenn Sie es wissen. Aber ich sage Ihnen, so wie jemand, Herr Kollege Ullmann, der in Kurzarbeit gehen muss oder in Kurzarbeit muss, sein Haushaltsbudget auch neu orientieren, aktualisieren muss, so müssen auch das die Gemeinden meines Erachtens nach tun. Das nicht zu tun, Herr Kollege Ullmann, meine sehr geschätzten Damen und Herren von der ÖVP und natürlich auch von der SPÖ, und nur einfach Millionenbeträge zur Kompensation zu verlangen, ich sage Ihnen, Herr Kollege Ullmann, das ist unseriös. Ja, das ist gegenüber dem Steuerzahler sogar in meinen Augen unredlich. Wo es heißt, meine geschätzten Damen und Herren, jeder hat in einem ersten Schritt, bevor er einen dritten zur Kasse gebeten wird, seine eigenen Hausaufgaben zu erledigen. Das ist unser Zugang. Wenn dann noch ein Loch klafft, in Ordnung, dann ist ein Hilferuf ans Land oder an den Bund sachlich gerechtfertigt. Das ist der erste Schritt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, meine Damen und Herren, ist dann die Frage nach der Finanzierung all dieser Unterstützungen oder allgemeinen Mitteln zum Ausgleich. Und auch hier gibt es Ausgleichsmittel aufgrund durch eine Belastung, Herr Kollege Ullmann, der Allgemeinheit, und darf nur Ultima Ratio sein. Und ich frage alle anwesenden Bürgermeister der SPÖ, der ÖVP, die Unabhängigen, ganz korrekt, haben Sie sich schon einmal überlegt, was ist mit den Rücklagen des Müllverbandes, der ein Gemeindeverband, davon gehe ich aus, so ist. Was ist mit diesen, ich weiß es nicht, sind das 100 Millionen, 120 oder 130 Millionen, Herr Kollege Ullmann? Das ist Geld, das den Gemeinden gehört. Das Geld gehört den Gemeinden. Rücklagenbildung, liebe Kolleginnen und Kollegen, vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Aber der Verband würde auch mit einem Drittel oder mit der Hälfte dieser Rücklagen, die ja vollkommen okay sind, gut für die Zukunft aufgestellt sein. So meinen, dass wir Freiheit. Und warum, Herr Kollege Ullmann, gehen Sie nicht her und nehmen die von Ihnen geforderten 31 Millionen Euro aus jenem Verband heraus, der den Gemeinden gehört? Diese Frage stelle ich Ihnen. Wenn Sie dem Land die Abzocke der Gemeinde vorwerfen, sehr geschätzter Herr Kollege, und von Ihrer eigenen katastrophal Corona-Politik abzulenken und dann auch noch vorhandene Eigenmittel einfach liegen lassen und auf Grund verlangen, Herr Kollege Ullmann, dann kann ich der ÖVP ungern nur den Vorwurf nicht ersparen. Das ist Ihnen einzig und allein um die Abzocke der Steuerzahler in diesem Land geht. Wie uns, Herr Kollege. In der Bevölkerung haben wir für das, was wir da heute wieder veranstalten, Herr Kollege Ullmann, keinen Applaus zu erwarten. Und jedenfalls auch kein Verständnis. Es ist weltfremd und es ist den vor der Krise betroffenen Menschen gegenüber, ich möchte fast sagen, geradezu zynisch. Während die ÖVP Dutzende Millionen auf Bund hin und her schicken möchte, damit man den eigenen politischen Verantwortungsbereich als Bürgermeister, damit man ja keine unpopulären Maßnahmen setzen muss, lauscht uns gerade der kleine Selbstständige, lauscht uns gerade die alleinerziehende Mutter in Kurzarbeit.
denen, ich habe es Ihnen schon gesagt, niemand hilft, bei denen kein Geld ankommt und die sich außer auf sich selbst auf niemanden, Herr Kollege Ulrich, verlassen können. Das ist die Politik der Marke der ÖVP. Für mich, Herr Kollege Ulrich, ist das letztklassig und so sicher Sie sich derzeit auch politisch fühlen mögen, meine Damen und Herren von der ÖVP, die Bürger werden erkennen und Ihnen am Ende die Abrechnung präsentieren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Die Frau Elisabeth Böhm, bitte Frau Königin. Meine sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Landeshauptmann, werte Kolleginnen und Kollegen. Die Corona-Krise trifft uns jetzt natürlich alle finanziell. Man spürt es in den Gemeinden, man spürt es im Land und auch der Bund spürt es. Aber die Argumentation der ÖVP, dem kann ich nicht folgen. Das Land Burgenland ist das Land, das die Gemeinden sehr gut und sehr viel unterstützt. Wenn ich den Vergleich, der genannt wurde mit Niederösterreich, die rechnen die Bedarfszuweisungen ein, die Radwege, die Güterwege, dann werden halt die Stundungen hineingerechnet, die Ferienbetreuung hineingerechnet, das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Weil wie wir wissen, ist das in Burgenland sowieso eine Förderung für unsere Gemeinden. Meines Erachtens los, aber der Bund die Gemeinden im Stich. Also das sogenannte Paket, was da geschnürt wurde vom Bund, ist für mich ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar. Wenn ich mir auch schon 31 Millionen Frau Abgeordnete, einen Moment bitte. Ich glaube, es steht Ihnen zu, dass man Ihnen zuhört. Das können Sie mir sagen. 870.000 Euro schafft Ihnen am meisten, wenn Sie uns das auslösen können. Warte, ein bisschen jetzt, Herr Abgeordnete. Frau Abgeordnete ist am Wort, bitte. 31 Millionen Euro erklärst du uns allen, Herr Abgeordneter, das kriegen wir alle aus Gemeinden. Die Stadtgemeinde Neuseeland-Seemut oder so, wir haben noch keinen Cent erhalten. Ich weiß nicht, deswegen, Herr Bürgermeister, in Eisenstadt, wir haben nichts erhalten. Keinen einzigen Cent haben die Gemeinden in Burgenland von den 31 Millionen, die Sie sagen, erhalten haben. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, wenn wir jetzt als Gemeinde 1 Million Förderungen vom Bund kriegen, muss ich erst einmal 2 Millionen Euro aufbringen. Wie soll ich das aufbringen? Das ist einfach eine Schuldenfalle für die Gemeinden und meines Erachtens ist das nicht in Ordnung, wenn man das passiert. Noch dazu. Sondern nur, es handelt sich nur um Sanierungen der Straßen. Also wichtige Investitionen, die die Gemeinden umsetzen sollten, sind einfach nicht möglich. Ich möchte auch hier anmerken, wie auch schon von den Vorrednern gesagt worden, es ist natürlich für die Wirtschaft wichtig, dass die Gemeinden investieren, keine Frage. Nur müssen auch die Gemeinden auch Geld erhalten. Wir haben den Ertragsanteil bis jetzt behalten, erhalten die Gemeinden. Und auch natürlich die Kommunalsteuer, da haben wir einen massiven Einbruch, verständlich. Es gibt Kurzarbeit, Gott sei Dank, dass es diese Möglichkeit gibt, aber natürlich gehen die Einnahmen den Gemeinden an. Dann möchte ich noch was sagen, das Land Burgenland hat ja bereits Beschlüsse gefasst, wir haben wir alle erinnern und haben diese beschlossen, dass wir den Gemeinden diese unterstützen und das ist auch sehr gut gelungen. Meines Erachtens ist vom Bund her das eine reine Klientelpolitik, wenn ich mir anschaue, die Forstwirtschaft kriegt 350 Millionen Euro, ohne dass sie irgendwas vorfinanzieren müssen. Wir kriegen das einfach ausgeschüttet. Als Gemeinde muss man eine Vorfinanzierung machen. Das ist einfach unfair, ungerecht und meines Erachtens ist das nicht in Ordnung. Möchte ich schon die Bundesregierung auffordern, dass wir auch diese Beträge, wie bereits vorhin schon angesprochen, die 31 Millionen, dass man die einfach ohne Vorfinanzierung kriegt und ohne Kofinanzierung vor allem. Also das wäre ja ein wichtiger und richtiger Schritt vom Bund. Im Medien natürlich, damit wir auch zu dem Geld kommen, nicht jetzt wie angedeutet vielleicht im Gesundheitsbereich sparen. Also das ist sicher nicht der Weg der Sozialdemokratie in Burgenland. Wir wollen keine Einsparungen bei Kranken, noch bei Behinderten, noch bei Pflegenden. Das muss gewährleistet sein, dass unser Burgenland für diesen Gesundheitsbereich immer keine Einsparungen macht und dass wir immer für unsere Menschen und für unsere Burgenländerinnen und Burgenländer da sind. Ich kann nur sagen, bei den 31 Millionen, der Bund ist
zwar zu zahlen, wir haben das nicht erhalten. Es ist natürlich eine massive Belastung für die Gemeinden. Die Spirale dreht sich dadurch immer mehr nach unten. Es ist eine dramatische Entwicklung, was die Gemeinden betrifft. Und ich fordere daher von uns, Sie müssen sich heute einmal überlegen, ob Sie die Vermögensteuer einführen wollen. Das wäre eine wichtige Unterstützung für alle Burgenländer, für das ganze Österreich, dass man die Millionäre einmal zur Kasse bietet. Das wäre wichtig. Und damit können wir natürlich ein gutes Leben für unsere Burgenländerinnen und Burgenländer nach wie vor auch in Burgenland gewährleisten. Schauen wir es uns wirklich der Reihe nach an, aber natürlich
Man muss schon ansuchen, man kriegt nicht einfach Geld auf irgendeine Gemeindekonto überwiesen. Das Gemeindepaket ist damit ein Konjunkturbelebungspaket. Der Bund kann natürlich nicht alles ersetzen. Ich gehe aber davon aus, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen wird. Da wird, glaube ich, noch nachgeliefert, weil es ist ja auch interessant, zum Beispiel inwieweit Gemeinden auch die zurzeit auf dem Finanzmarkt sehr günstigen Bedingungen betrieben, auch zurückgreifen können. Also da wird es noch einiges zu diskutieren und auszuhandeln geben, aber wie gesagt, ich glaube, da kommt noch einiges nach. Und ja, die Länder haben natürlich die Möglichkeit, ihre Gemeinden auch zu unterstützen. In Tirol wurde zum Beispiel bereits Mitte April Mittel zur Sicherstellung der Liquidität beschlossen. Das Paket des Bundes, und vielleicht ist das ein Missverständnis, Frau Kollegin Böhm, das Paket des Bundes ist keine Abfederungsmaßnahme, sondern soll ein Konjunkturimpuls sein. Dazu brauchen die Gemeinden auch Eigenmittel, aber diese Eigenmittel könnten sie auch vom Land zur Verfügung gestellt bekommen, wie zum Beispiel in Tirol oder in der Steiermark, wo die Steiermark von diesen 50% der Gemeinden 50% übernimmt. Also da bleiben die Gemeinden nur mehr 25% oft für Investitionen, die sie sowieso tätigen müssen. Ja? Also ich denke, das ist schon eine ganz gute Unterstützung. Ich verstehe, dass manches emotional aufgeladen ist in dieser Zeit, vielleicht auch in dieser politischen Konstellation. Mein Appell ist, bündeln wir unsere Kräfte, um den Gemeinden zu helfen, sich aus der Krise heraus zu investieren und das möglichst in klimafreundliche Investitionen in die Zukunft. Dabei sollte das Land die Gemeinde seinerseits unterstützen, so wie es auch in anderen Ländern der Fall ist. Danke für eure. Redner, darf ich den Herrn Abgeordneten Gerald Handig ans Mikro bitten? Wieso wird das beginnen? Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Landeshauptmann mit den Damen und Herren der Regierungswahl, Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren zu Hause, wie am Livestream. Morgen erhalten die Schülerinnen und Schüler ihr Schulzeugnis nach diesem herausfordernden Jahr. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich, dass Sie das geschafft haben. Jene Schüler, die das noch nicht geschafft haben, werden die Prüfungen im Herbst machen und dazu wünsche ich alles Gute. Vor Prüfungen und Herausforderungen stehen auch die burgenländischen Gemeinden, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Denn auch diese haben in diesen Tagen eine Nachricht erhalten, dass hier ein negatives Zeugnis für uns ausschaut. Und es wurde vorhin schon gesagt und gezeigt, die Abgabenertragsanteile für den Monat Juni. Und wenn wir in der politischen Diskussion hier sprechen und auch schon gesprochen haben, dass wir alle was bezahlen müssen, alle Gemeinden darunter leiden müssen, die eine mehr, die andere weniger, dann sehen wir das genau hier niedergeschrieben. Wir wussten, es wurde uns prognostiziert und prophezeit, dass die Abgaben, dass die Steuernahmen sinken, dadurch auch die Abgabenertragsanteile sinken werden. 12% im Mai, 35% im Juni und weitere Mindereinnahmen haben wir zu erwarten. Das wussten wir, damit konnten wir rechnen und kalkulieren. Womit wir aber nicht rechnen konnten, sind die zusätzlichen Belastungen im Rahmen der Abgaben. Ja, die sind gesetzlich geregelt, natürlich. Aber dass sie sich teilweise verdoppeln, damit haben wir nicht gerechnet. Ich darf hier die Gemeinde Ennstal, meine Heimatgemeinde, eine kleine burgenländische Gemeinde als Beispiel nennen. Erhielt ich noch im Juni des Vorjahres, im Vergleichsmonat, 35.300 Euro, sind es aktuell in diesem Monat 23.700 Euro. Also exakt diese 35% Mindereinnahmen. Bei den Abzügen schaut es wieder anders aus. Hatte ich noch im Vorjahr 34.700 Euro Abzüge, sind es heuer 43.400, also 25% plus Abzüge. Das ergibt ein Minus für meine Gemeinde von 19.700 Euro. Und ich bin wahrscheinlich eine Gemeinde, die irgendwo noch weniger Abzüge hat, denn soweit ich weiß, haben die Gemeinden Abzüge zwischen 10.000 und 40.000 Euro pro Monat. Und diese Herausforderung müssen und
werden wir uns natürlich stellen. Und ich trete schon hier für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ein und nehme diesen Vorwurf, wir hätten oder wir werden unsere Aufgaben und der Herausforderung nicht machen. Also da gehen es bei mir, die Namen hier aller Anwesenden und auch jener, die zu Hause sind. Selbstverständlich werden wir auch der Aufgabe des Nachtragsvorschläge nachkommen. Aber von den Abzügen dieser Höhe haben wir bis 23. Juni, also vor einer Woche, nichts gewusst. Hier wurde schon mehrmals angesprochen, dass die Gemeinden keine Abzocke wollen, dass sie Unterstützung brauchen. Wir brauchen diese finanzielle Unterstützung wirklich. Der Bund, die Bundesregierung hat uns diese zugesprochen, hat dieses kommunale Investitionsgesetz beschlossen. Es wurde hier mehrfach diskutiert, im negativen, aber auch im positiven Sinne. Der Fakt ist, dass wir in den Gemeinden draußen dieses Geld brauchen. Unbedingt. Und wir können es auslösen. Entgegen der Fehlmeinung, dass wir uns das abholen können, Frau Kollegin Böhm, müssen wir das Geld auslösen. So wie viele Gemeinden das vor 3 Jahren mit dem kommunalen Investitionsprogramm gemacht haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass damals eine riesengroße Diskussion war, das können wir nicht abholen, das können wir nicht auslösen. Kann ich mir nicht vorstellen. Und vielleicht noch einmal auf die Stadt Leute vom See zurückkommen. Die Stadtgemeinde Neustadt See am See hat meines Wissens 2 Millionen Rücklagen und ein neuer Kindergarten ist in Planung. Also was hält die Stadtgemeinde auf, hier 50% Förderung für diesen Kindergarten zu erhalten und das 879.000 wären zum Abholen. Das wären beinahe 50%. Und wenn wir, die Landesregierung, herantreten, die Gemeinden ebenfalls mit 31 Millionen zu unterstützen, dann wäre das wiederum 879.000 Euro für die Stadtgemeinde Neusiedl und der Kindergarten wäre beinahe zu 100% ausfinanziert. Also ich darf alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bitten. Verzeihen Sie, Abgeordnete, ich muss ja mehr einen Schlusssatz bitten. Ich darf als nächstes den Herrn Abgeordneten im Jahr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Landeshauptmann, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Zuseher am Livestream. Die Corona-Pandemie stellt nicht nur die Familien, die Betriebe und das Leben aller Burgenländerinnen und Burgenländer vor große Herausforderungen. Gerade auch die Gemeinden leisten in dieser Zeit Herausragendes für die Bevölkerung. Gesetzlich sind diese zur Finanzierung zahlreicher Aufgaben verpflichtet. Nicht das Gemeindeamt oder das Rathaus sind in Krisenzeiten dran und turbulent. Es bedeutet für jede Bürgerin und für jeden Bürger Leistungseinbußen. Denn wir alle nehmen tagtäglich Leistungen in Anspruch, ohne genau zu wissen, dass diese ausschließlich auf der Finanzkraft der Gemeinden basieren. Zu diesen Leistungen zählen die Rettung, die Feuerwehr, die Kindergärten, der Bau und Erhalt von Schulen sowie viele Freizeiteinrichtungen wie Sportplätze, Schwimmbäder oder Büchereien. Ganz zu schweigen von der Trinkwasserversorgung, Abfallentsorgung oder der Abwasserbeseitigung. Diese Leistungen sind eben öffentlich und werden politisch von dieser Landesregierung leider Gottes nicht gewürdigt. Während der Bund ungerechnet für jeden Gemeindebürger 100 Euro als Hilfspaket zur Verfügung stellt, legt sich die selbstgepriesene Alleinregierung in die Hängematte und schweigt. Wie konnte es so weit kommen? Die Frage ist grundsätzlich sehr einfach zu beantworten. Die burgenländischen Kommunen sind an den gesamten Ausgaben für die Sozialleistungen des Landes beteiligt und müssen nun die unfinanzierbaren Wahlzuckerl dieser Regierung bezahlen. Aufgrund des Corona-bedingten Rückgangs der Ertragsanteile bekamen die burgenländischen Kommunen bereits im Juni die Rechnung für diese Brot- und Spielepolitik präsentiert. Anstatt wie andere Bundesländer die Gemeinden finanziell zu unterstützen, lässt diese Regierung die Dörfer und Ortschaften im Stich, nur um ideologisch und parteipolitisch
motivierte Ziele zu erreichen. Somit bezahlen die Burgenländerinnen und Burgenländer die Wahlzucker dieser Regierung. Wer aufmerksam die Medien verfolgt, wird den Eindruck nicht los, dass unser geschätzter Herr Landeshauptmann mit seinem Regierungsteam im Dauerwahlkampf ist. Keine Woche vergeht ohne verbale Anfeindungen dem Bund gegenüber. Die politischen Verantwortlichen hier im Eisenstädter Landhaus wollen anscheinend auf Biegen und Brechen und ohne Rücksicht auf gut funktionierende Gemeindestrukturen eine sozialistische Musterregion schaffen, um sich jetzt schon auf die Nationalratswahl 2024 vorzubereiten. Diese Wahlkampagne zahlt jedoch nicht die SPÖ Burgenland, sondern ein jeder Burgenländer und Burgenländerin. Einen kleinen Vorschlag haben wir heute schon von der Frau Landesrätin Winkler bekommen, wie es mit der Übernahme der Kindergärten und dessen Personal aussieht. Die burgenländischen SPÖ-Bürgermeister wurden bereits ihrer Meinung beraubt und auf Wiener gebracht. Mit fadenscheinigen Versprechen werden und wurden sie zum politischen Schweigen verdonnert und dürfen keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Die zukünftigen Aufgaben eines SPÖ-Bürgermeisters dürfte sein, am Vorabend des 1. Mai Fahnen zu hissen und einen Fackelumzug zu organisieren. Denn alles andere soll zentral verwaltet werden und abgewickelt werden. Auch die Regierungsbank wirkt auf mich wie eine gekünstelte Fernsehshow ohne Mehrwert für die Zuschauer. Meine Arbeit ist es, auf die Würde des Hauses zu schauen. Und wenn Sie die Regierungsbank derart bepflegen, dann ist das nicht in Ordnung. Damit Sie bitten, dass Sie sich ein bisschen auch daran besinnen, wo wir sind. Im Landtag. Frau Präsidentin, gleiches Recht für alle. Bitte, Sie sind am Wort. Wo wird uns diese Politik hinführen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Zuerst werden die Dörfer unseres Landes finanziell ausgehungert, um sie mürbe zu machen. Da macht auch das politische Couleur keinen Unterschied. Die vergangenen Abrechnungen zeigen dies eindrucksvoll. Eine bunte, ehrliche, politische Diskussion soll mit allen demokratisch zur Verfügung ermitteln unterbunden werden. Und der ORF fungiert hier als Handlanger und kommt seinem öffentlichen Auftrag nicht nach. Der Einflussbereich des Landes auf Mitarbeiter und Aufgaben der Gemeinden soll ausgedehnt werden. Desto mehr Mitarbeiter sich im Nahbereich des Landes befinden, desto einfacher wird es sein, diese und ihre Familien zu kontrollieren. Ja, für einen Schlusssatz, bitte. Meine Herrschaften, ich danke dem Bundeskanzler Sebastian Kurz für die großartige Unterstützung von der 31. die ich mir auch von unserer Landesregierung wünschen würde. Deshalb fordere ich die burgenländische Alleinregierung auf, als Partner und nicht als Gegner der Dörfer, Ortschaften und Städte, dieser Krise entgegenzustellen. Und ich bitte Sie, verdoppeln wir gemeinsam die 31 Millionen, dass unser aller Heimatland gestärkt aus der Krise. Danke, Herr Abgeordneter. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, in der jüngeren Geschichte ist es vorgekommen, dass ein Präsident einen Landeshauptmann einen Ordnungsruf erteilt hat und möglicherweise bis das Dienstwort so umgesetzt worden ist. Das mag schon sein. Aber wenn Sie hier als Vorsitzende die Würde des Hauses wahren wollen, dann schauen Sie auch darauf, dass Gleiches mit Gleichem verglichen wird. Wenn der Landeshauptmann heute sagt, das Wort gelogen und sie sagen nur, die Würde des Hauses zu wahren. Und jetzt, wo wir gar nicht wissen, warum sie überhaupt eingegriffen haben, dann schauen sie das alle gleich und nicht behalten. Jawohl. Nächsten Redner bitten. Am Wort ist Herr Gruppmann, Abgeordneter Herr Ruf, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, wohl so ausgeschätzte Kolleginnen und Kollegen. Kollege Ullmann hat heute davon gesprochen, dass die Gemeinden mit 1 Milliarde unterstützt werden sollen. Es wurde angekündigt, 1 Milliarde zu investieren, 31 Millionen angekündigt davon in Burgenland, 50 Milliarden angekündigt, Hilfe für alle Österreicherinnen und Österreicher angekündigt. Wenn Sie mir wirklich glauben, dass dieses
Geld auch fließt, dann gratuliere ich Ihnen, Herr Kollege Ulbrand, diese Meinung haben Sie exklusiv. Denn alle anderen Betroffenen wissen, dass ich in die Stadt bin. Seit gestern schon. Du wirst zurück. Fragen Sie die Unternehmen, fragen Sie die Arbeitslosen worden sind, fragen Sie die Kulturvereine, fragen Sie die Sportvereine, da fließt kein Geld. Das sind Ankündigungen, dass nicht einmal 50% dieser Gelder ausgelöst werden. Wir können nichts übernehmen, weil nicht jede Gemeinde, so wie Sie in Kuren am Hinterkopf und über 300.000 Euro kassiert dafür. Fragen Sie Kollegen Messkollegs, der weiß gar nicht, wie das Milchner zahlen soll. Der hat keinen Hinterkopf, wird nichts vorfinanzieren können. Jetzt kann ich den Ränder schon rot haben, weil er nicht mehr weiß, wie das Finanzen richten soll in der Gemeinde. Kann man eh vorstellen. Aber das ist der Unterschied. Die Gemeinden haben eine negative Finanzspitze und haben das Geld nicht zum Kofinanzieren. Daher ist es ein Marketing-Schwäche der Bundesregierung und der Sonderkehr der Klasse. Wenn Sie wirklich Sorgen würden um unsere Gemeinden, wissen Sie, was dann machen sollten? Dann sollten Sie zum ÖVP-Finanzminister fahren und sollten sagen, was groß lieber Gernot? Du hast uns zwar einen super Brief geschrieben, aber machen wir es so wie bei den Bauern. Stellen wir die Gemeinden auf die gleiche Stufe wie die Bauern, benachteiligen wir die Gemeinden nicht. Behandeln wir sie so wie die Bauern, die müssen nämlich nicht kofinanzieren. Los man das mit der Kofinanzierung, zahlt das Geld aus. Der wird das Geld aber nicht zahlen, weil das nur Schmäh ist. Alle wissen das, nur sie glauben es immer noch. So viele Gemeindepakete schnüren und wie die unterstützt werden und so weiter. So, dann schauen wir uns diese Gemeindepakete an. Hätte ich Ihnen einen Poll, hätte ich mir vorgefragt, hätte ich gesagt, schauen Sie sich diese Pakete an, was da wirklich gefördert wird. Wir haben das getan und haben das mit jenen verglichen, die wir machen. Jetzt darf ich Ihnen folgendes mitteilen. Ich sehe, ich orte Informationsdefizite, insbesondere beim Kollegen Westlisch. Große Informationsdefizite. Und daher will ich dazu beitragen, dass die Informationen fließen. Wie sieht das Paket im Kurieren aus? Erstens, Erhöhung der Kassenkredite 48 Millionen Euro. Darlehen für laufende Betriebe 20 Millionen Euro. Aufschub von Rückzahlungen 6 Millionen Euro. Bedarfszuweisungen 38 Millionen Euro. Ergibt eine Gesamtsumme von 112 Millionen Euro, wie es erwähnt wird. Und Sie fordern 31. Ist das wirklich Ihr Ernst? Wir geben Unterstützung von 112 Millionen Euro. Und Sie holen 81 Millionen Euro weniger für unsere Gemeinden. Ist das Ihr Ernst? Wovon haben wir mit der Transparenz und Bedarf? Ich merke, diese Informationsdefizite sind so enorm. Die sind so enorm. Warum fragen Sie es vorher? Fragen Sie Regierungsmitglieder, die geben Auskunft. Okay. Wir kennen nichts, dass Sie das nicht mehr Informationen. Dazu zum Gemeindepaket. Das war ein urlicher Bauflieg. Wo sind Sie? Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Gelegenheit nämlich benutzen, um auf ein anderes Thema zu sprechen. Ich war nämlich ziemlich verwundert, als ich bei einer Pressekonferenz der ÖVP zum Gemeindepaket einen ÖVP-Mitarbeiter gesehen habe, der gleichzeitig Bürgermeister von Ostern ist. Das ist der Bürgermeister, der seine eigenen Gemeindebürger als Schwein bezeichnet, sie diskreditiert und einsperrt. Einsperren soll so ins Leid auf Facebook. Können Sie so anstatt, wo ist die Reaktion der ÖVP? Wo ist die Reaktion der ÖVP? Dass der ÖVP-Bürgermeister sowas macht, wenn man Gemeindesekretär ist. Anstatt ihn zum Rücktritt zu bitten, gehen Sie her und verwenden ihn als ÖVP-Testimonial bei einer Pressekonferenz. Ja, was ist denn da los bei Ihnen? Was passiert denn da in der ÖVP? Gibt es denn überhaupt keinen Anstand mehr? Was ist denn da passiert? Also meine sehr geehrten Damen und Herren, um zum Schluss zu kommen, wir fördern unsere Gemeinden mit 112 Millionen Euro, wir unterstützen sie, die 31 sind uns nicht zu wenig, wir setzen lieber auf die 112 Millionen. Die Anmeldung von der Regierungsfeinde, der Herr Landeshauptmann hat sich zu Wort gemeldet, bitte.
Ja, sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten. Zunächst möchte ich schon auch klarstellen, das Fernbleiben der Regierungskollegin Eisenkopf, weil es natürlich wieder sofort Anlass war, da polemisch über die Abwesenheit zu diskutieren. Kollegin Eisenkopf war in Kontakt mit einem Verdachtsfall Corona und bleibt soweit, bis der Verdacht entkräftet ist oder bestätigt ist, wie wir hier noch nennen, bleibt dieser Sitzung fern. Ich glaube, das muss man schon kodieren. Da braucht man nicht mehr gleich wackeln. Da könnte man zunächst einmal fragen, warum ist sie nicht da? Herr Kupfer-Manuller. Will der Gruppe eingebunden sein, seid ihr dabei? Ende Juli. Alle sind dabei.
Die innere Information muss bereits geflossen sein. Und nur, es geht nicht darum, dass wir die Kindergartenkompetenz holen. Da gibt es ja alle Quellen. Es geht darum, dass wir was anderes machen, wie der Bund. Nicht die Gemeinden in die Schule fallen treiben, sondern den Gemeinden finanziellen Lasten nicht heuer, sondern generell. Wenn wir die Kindergartenkosten übernehmen würden in einem Gesamtpaket, dann bedeutet das nicht einmalig, Herr Kollege Hantig. Das würde bedeuten, jedes Jahr Entlastung 30 Millionen für die Gemeinden. Dies diskutieren wir gerade mit dem Bund, mit dem Gemeinde- und Vertreterverband. Da sind Sie bereits informiert worden. Und dann stellen Sie sich näher und erzählen Sie mir später. Danke. Meine Damen und Herren, die Debatte ist damit geschlossen, die Aktuelle Stunde beendet.